So, das Haus der Freudentränen. Alles ist aufgefüllt. Das Skelett ist auch ready. Was ist das für eine Barriere? Wie wollt ihr es schaffen, damit die Frauen nicht aus dem Gebäude fliehen können? Das war die erste Lektion, die man uns eingeprügelt hat. Nun, in diesem Fall erhält sie nicht nur die Frauen drin, sondern uns auch draußen. Wie öffnet man sie? Ich weiß es nicht. Aber es gibt einen geheimen Ausgang auf der Ostseite der äußeren Mauer. Dort durch bin ich geflohen. Ein geheimer Ausgang? Warum sollte denn jemand bauen? Alles, was ich von damals noch weiß, ist, dass der damalige Besitzer dieser Einrichtung Angst hatte, dass irgendwann die menschlichen Soldaten hier einmarschieren. Er wollte einen Fluchtweg haben, falls das passieren sollte. Na schön, dann hat der Besitzer sich mit diesem Fluchtweg sein eigenes Grab geschaufelt. Denn den werden wir nutzen, um das Gebäude, um in das Gebäude zu gelangen und ihn in Stücke zu reißen, zusammen mit allen Vampiren dort drinnen. Können wir den Grabschenkern nicht interagieren? Hier vor dem kleinen Grasgestrüpp dort vorne ist der geheime Ausgang. Dann macht euch bereit. Hoffentlich sind nicht zu viele Vampire dort drin. Egal wie viele es sind. Ich werde sie alle töten. Kann ich da oben rumgehen? Ja. Ist da noch irgendwas? Oh hey, da ist ein Geist. Alchemistenfeuer. Hier ist ein weiterer Geist. Wobei, da könnte ich ja eigentlich gleich schnell mal in die Halle der Opferung gehen. Oh hey, da unten ist auch noch was. Nur noch gucken, schnell gucken, ob ich noch ein paar Fähigkeiten bekomme, mit denen ich was war das? Erhöht die Lebenspunkte von Zombies? Erhöht die Angriffsstärke von Skeletten. Mensch, Opfer. Komm auf, ich sing mal. Maximal Lebenspunkte aller Vampire mit Runen macht um 50 Punkte. Okay. Kontaktung gibt 10% Konterchance. Der war etwas pro Runde. Vampire hatten 5% magische Stärke bei vollen Lebenspunkten. Sehen in der Opferhalle am Seelenstein. Angriffe vermeiden gegnerische Gegenangriffe. Ist hier die Blutkosten beim Zaubern um 5%. Boah, das ist beim für die Mumie richtig gut. Wird erst bei weniger als 20% Blutvorrat. Eigentlich hat 25. Oh, Blutsaugen 2. Oh, opfern. In Städten führt den Blutvorrat nun um 100%. Am Sprechen mit Menschen oder Vampiren steht das gab das Filar. Vampiropfern. Oh, ich habe mehrere Vampirkrieger. Die Anzeige für starke Gegner beinhaltet nun auch Stufe der Gegner. Umwandeln ist das Ergebnis im Rangmenü sichtbar. Umwandeln erzeugt 2 Seelen. Ja, umwandeln brauche ich nicht. Also aktuell nicht. Die Lebenspunkte von Zombies sind jetzt auch nicht so wichtig für mich. Wir halten die Rachepunkte. Okay. Können wir auf jeden Fall noch Vampir-Magier.
Leider kann ich dich mehr opfern, da ich nicht genug Seelen dafür habe. Aber um, ja, da muss ich dann das da oben machen, damit ich dann... Na gut. Nein. Dann gehen wir jetzt zu, zuerst speichere ich mal. Und dann... Fähigkeit. Fluch. Ursprungsposition. Ich frage mich nur, wann er das mit den Geistern eigentlich lernt. Na schön, wir sind drin. Aber warum ist es hier so still? Ich weiß nicht, aber wir sollten vorsichtig sein. Ich kann Blut riechen. Also schön, dann zeigen wir es ihnen. Jede Menge Blut. Scheint eventuell noch trinkbar zu sein. Es grinnt jedenfalls schon. Noch einigermaßen trinkbar. Haben 300 Blutpunkte erhalten. Dafür, dass ich vorhin alles voll gemacht habe. Naja. Hier ist kein einziger Vampir. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht ist das Gebäude schon längst, schon seit längerem verlassen. Wir müssen weiter in den Keller. Dort war ich und andere Frauen gefangen. Das habe ich hier richtig wack vorgelesen. Seelenkristall erhalten. Ja, moin. Eine Truhe. Hier ist das Buch Vampir, die Kette Band 3, die Abgrenzung zum Pöbel. Das ist schon sicher bei dem Test von dort aber aus. Jeden Tag sollte sich ein gehobener Vampir bewusst sein, dass seine Überlegenheit vor allem auf seiner Vielzahl an Dienern beruht. Dies ist mit Abstand der wichtigste Faktor, um einen gehobenen Vampir von dem gemeinen Pöbel zu unterscheiden. Was für ein Unsinn. Ja, Mann. Wenn man bedenkt, wie viele Vampir-Diener, wie viele Diener Asuka hat, dann ist er schon ein sehr gehobener Vampir. Ich bin ein sehr gehobener Vampir natürlich. Was denn sonst? Oh. Leichen? Was zum Teufel ist hier passiert? Vielleicht hat der Heilige Kreuzzug hier vor langer Zeit bereits aufgeräumt. Das Blut ist aber noch nicht eingetrocknet. Welcher Kampf hier auch stattgefunden hat, der kann nicht allzu lange her sein. Verdammt, dann sehen wir uns weiter um. Ob wir noch selbst jemanden umbringen können? Weh, der Heilige Kreuzzug hat mich um meine Rache gebracht. Asuka, schau mal, dieser Vampir hat ebenfalls die Tätowierung wie die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs aus dem Wald. Was zum Teufel geht hier vor? Das werden wir noch herausfinden. Lasst uns weitergehen. Wieso kann er das nicht mitnehmen? Das Zeug sieht zu krass aus, als dass es einfach liegen lassen könnte. Das ist Verschwendung. Verschwendung nenne ich sowas. Verdammt, Leichen von Soldaten des Heiligen Kreuzzugs. Die Würmer sind uns wirklich zuvor gekommen. Vorsicht, vielleicht sind von denen noch welche in der Nähe. Die Leichen sind wirklich noch nicht so alt. Dieser Soldat des Heiligen Kreuzzugs hat aber keine Tätowierung. Verdammt nochmal, warum haben manche Leute Leichen die Tätowierung und manche nicht? Manche stecken mit ihnen unter einer Decke und manche nicht. Hat der Arm die Tätowierung? Hat der Kopf vielleicht die Tätowierung? What's going on here?
Goldbarren. Stimmt, die muss ich auch noch verkaufen. Habe ich ja noch ein paar. Dreckige Soldaten des Heiligen Kreuzzugs. Ich werde sie töten, sobald noch jemand von denen hier sein, hier ist. Lol. Wenn du so schreist, wissen sie in jedem Fall, dass wir hier sind. Lassen wir sie qualvoll sterben. Hauptsache, sie töten noch irgendjemanden. Wieso produzieren die aktuell keinen Silber? Blutessenz. Eine Menge oder weniger erotische Bücher. Oh. Sieht so aus, als hätte sich der Heilige Kreuzzug und die Vampire einen erbitterten Kampf geliefert. Vorsicht, es könnten immer noch weitere Soldaten hier sein. Das hoffe ich. Denn dann bekommen sie meine Klinge zu spüren. Wie gesagt, hoffentlich kann man wenigstens irgendjemanden töten. Blutessenz. Aber das für eine Statue. Würden die hier Götter anbeten? Weiß ich ja, Vampire eigentlich selber für Götter halten in gewisser Hinsicht, so arrogant wie sie sind. Nur die Arroganz eines Drachen konnte die eines Vampirs überbieten. Hier ist es. Wo sind die ganzen Würmer hin? Ich muss wirklich jemanden umbringen. Hier wurden die Frauen festgehalten? Ja. Dann sollten wir hier alles in Schutt und Asche legen. Los weiter. Irgendwo haben sich bestimmt noch ein paar Soldaten versteckt. Oh. Da sind noch mehr Lady Nyria. Da sind noch mehr. Lady Nyria hatte recht. Die Vampire strömen weiter hier rein. Vernichten wir diese Monster. Oha. Na endlich. Ich hatte schon befürchtet, ich bekomme hier gar keine Opfer mehr. Oha, da ist sogar ein Magier dabei. Auf den Heiler zuerst. Der macht ja auch auf den Heiler. Und das Skelett greift einfach den Heiler an. Macht mal Schattenfeuer auf den hier. Der ist immun dagegen, das ist klar.
Nein. Ihr macht den Blutsaugen auf den und dann kommt das Skelett. War der Crit. Und das war erst der Anfang. Suchen wir weiter. Das ist ein Zimmer, in dem die Vampire mit den Frauen machen konnten, was sie wollten. Widerliche Abschau. Was, sie lehnt sogar nicht hier drinnen? Oder war die weiter unten? Das Königszimmer. Wer der König war, und wer die Dienerin, muss ich wohl nicht näher erläutern. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Soldaten, damit ich sie in den Kopf abschlagen kann. Ganz meiner Meinung. Die Vampire durften niemals die Frauen mit ihrem Speichel infizieren. Wer aus einem Mädchen ein Vampir macht, sie wurde dafür stark bestraft. Warum? Menschliche Frauen spüren noch etwas dabei. Vor allem Schmerz. Der Gedanke, dass du hier gefangen gewesen bist, ist unerträglich für mich, Selene. Ich werde alle töten, die dir das angetan haben. Oh. Das ist das Zimmer von Selene. Larius. Der sieht aus wie Sephiroth. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Der sieht aber aus wie Sephiroth. Holy fuck, Malix, was ist los mit dir? So, du bist also die Schlampe, über die sich gerade einer unserer wichtigsten Kunden beschwert hat. Ich werde dir jetzt mal zeigen, was es bedeutet, hier den Ansprüchen nicht gerecht zu werden, Mädchen. Sephiroth. Was? Oh, verdammt, nein, das darf nicht sein. Bitte, nicht mehr schlagen. Nein, nein. Nein, verdammter Mist. Larius? Selene, verdammt. Wie konnte das nur passieren? Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst dich so weit weg wie möglichst von hier verstecken? Wann haben sie dich gefangen? Hilf mir. Verdammt, das habe ich nie gewollt. Hätte ich doch noch viel früher erfahren, dass du hier bist. Larius. Hör zu. Ich bringe dich nach oben. Dort gibt es einen geheimen Ausgang. Wobei an der magischen Barriere. Ich werde dafür sorgen, dass draußen keine Wachen stehen, damit du fliehen kannst. Du musst so weit wie möglich, von hier weg. Ich habe ein kleines Versteck, aber das ist östlich von hier. Da findest du alles, um dich etwas auszuruhen. Ich komme zu dir, sobald der Tag anbricht und die meisten der Vampire, die sich vor der Sonne verstecken müssen, dann kümmere ich mich um dich. Danke. What the fuck? Dann komm, ich bring dich zum geheimen Ausgang. Du musst durchhalten, hörst du? Ich folge dir in ein paar Stunden. Vorher könnte man uns sehen und dann wären wir beide in Gefahr. Ich kann nicht riskieren, dass man mich sieht, wie ich dich gehen lasse. Es tut so weh. Selene, ist alles in Ordnung? Hier war mein Zimmer. Verdammte Schweine, lasst uns jeden hier töten. Hier darf nie wieder so etwas passieren. Was zum Teufel ist das?
What the fuck? Frauen, die irgendwann zu schwach für den Dienst wurden, hat man hierher gebracht. Ständig mussten wir sie uns anschauen, damit wir verstehen, was mit uns wird, wenn wir keine gute Arbeit mehr leisten. Die Frauen wurden dann als lebendige Blutreserve hier aufgehangen. Lebend? Hättest du sie gesehen, würdest du sie nicht mehr so bezeichnen. Sie hatten noch Puls, doch das ständige Blutsaugen und all die anderen widerlichen Dinge haben sie völlig kaputt gemacht. Sobald der Tod eintrat, hatten sie wenigstens Frieden, doch bis dahin liegen sie nach Stunden kopfüber baumelnd hier. Viele Vampire verbrachten hier ihre Zeit und schauten den Frauen vergnügt zu, wie sie langsam starben. Mir fehlen die Worte dafür, wie unfassbar viel Wut ich gerade empfinde. Brennen wir das ganze Gebäude nieder. Lasst uns voll sicherstellen, dass hier niemand mehr lebt. Alter, das ist schon krass. Die sind anscheinend alle tot. Alter, was ist das da drüben? Holy shit. Oh, ein paar haben noch Tränen. So viele Frauen, sie sind alle tot. Verdammte Schweine. Sie lehnen diese Frauen. Sie haben alle die gleiche Tätowierung wie du. Ein langer schwarzer Strich unter dem Auge. Die Tätowierung hat jede Frau bekommen, die sie eingeliefert wurde. Sie nannten es die Freudenträne. Daher der Name, Haus der Freudentränen. Diese verdammten abtrünnigen Vampire. Ich werde sie alle töten. Jetzt wisst ihr, warum ich sie so hasse. Deswegen habe ich dich damals gesucht, Geliebter. Weil du sie bekämpft hast. Lass uns die Treppe wieder hochgehen. Und dann diese verdammten Orte niederbrennen. Ich hätte noch welche mitgenommen, wenn die leben würden. So zum Opfern. Es kommt zwar ein bisschen makaber rüber, aber hey. Man braucht sie ja nicht verschwenden. $3,800 Filar, ja moin. Was sagt die Truhe? Eisrune erhalten, nice. Eishagel, ja moin. Selene, wenn ich ihr jetzt zwei Schattenrunen gebe. Nebelschleier. Dann hat sie weitaus weniger Lebenspunkte, als sie vorher hatte. Fähigkeit. Das Öl. Erhöht empfindlich gegen Feuermagie. Alle Verbündeten erhalten Ausweichchance um 15%, okay. Ich weiß halt nicht, ob ich Selene, wenn ich ihr Blutmagie, also wenn ich ihr Blutrunen gebe, Blutgeschick. Blutung, erhöht Ausweichchance. Ein Verbündeter, Angriffskraft. Okay. Ist halt auch nicht so gut. Kleine Reinigung. Kleines Chaos. Wie habe ich das gemacht mit diesem kleines Chaos? Ah, Zauber erlernt. Erhalten Schlaf, kleines Chaos.
verwirrt. Greift wahllos jeden an. Okay. Interessant. So kann ich auf jeden Fall rumexperimentieren. Das ist schon mal gut zu wissen. Wenn ich mehr Plätze habe, dann kann ich da mal gucken. Es wird Zeit, hier alles niederzubrennen. Dieser Ort darf nicht weiter existieren. Oh. Erasmagier. Es läuft alles nach Plan, Lord Veldaris. Elaines Flucht hat uns nur wenig zurückgeworfen. Wir fahren jetzt mit der nächsten Phase fort. Könntet ihr schon das Grab aufspüren? Ja, wir wissen aber vorher. Wir müssen aber vorher noch den Zauber optimieren, damit er maximale Wirkung erreicht. Beeilt euch, denn nur so kommen wir an all die Seelen, die wir brauchen, um die Steintafel zu nutzen, sobald wir das Versteck aus Elaine herausgequetscht haben. Wir waren so dumm und haben die Rune berührt. Das hat uns eine Menge Aufwand erspart. Verfolgt Elaine weiter, aber lasst sie vorerst gewähren. Sie soll nicht wissen, dass wir sie jederzeit orten können. Sollen wir die Halle der Opferung zurückerobern? Elaine und ihre schwächlichen Verbündeten nutzen sie, um ihre Kräfte zu sammeln. Lasst sie ruhig. Sie wissen nicht, dass sie dadurch auch uns stärken. Und das soll auch so bleiben. Es spielt ohnehin bald keine Rolle mehr. Wenn unser Zauber erst einmal gesprochen wurde, dann werden sie sterben, wie alle anderen auch. Wie ihr wünscht, Lord Veldaris. Dann bereite ich alles wie geplant vor. Unser endgültiger Sieg rückt näher. Sie sind nur schwach und naiv. Es wird eine wahre Freude sein, in ihre entsetzten Augen zu schauen, wenn ihre Blutgeister ihre Körper verlassen. Die Rune, die Klinge, ist schon viel zu einfach, diese Maden zu manipulieren. Wir ratten in einem Labyrinth, dessen Wege wir bestimmen und aus dem es keinen drinnen gibt. Was sind eure Pläne mit Lady Nyria? Die und ihre dumme Schwester Jaina ahnen nicht, in was für einem Spiel sie sich befinden. Noch denken sie, dass sie die Kontrolle haben, doch in diesem Spiel mit dem Feuer werden sie sich fürchterlich verbrennen. Egal ob Menschen oder Vampir, sie alle existieren nur, um uns Macht zu verleihen. Die haben auch so richtig geflickte Roben an, Alter. Das sieht irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, edgy aus. Sobald Jaina versteht, was die Nyria angetan hat, wird es schon zu spät sein. Ein dummes Mädchen. Nur wer die finsteren Mächte versteht, sollte sie nutzen. Unsterblichkeit und Macht kommen mit einem Preis, den die beiden nicht mal ansatzweise erahnen. Die Reinkarnation ist nur nicht mehr aufzuhalten. Oh, dieses ahnungslose Mädchen. Aber lasst auch sie für einen Moment einfach gewähren. Solange sie glauben, die Macht der Elras zu beherrschen, merken sie nicht, dass sie längst beherrscht werden, bis es zu spät ist. Das ist tatsächlich wieder ein Twist. Ein krasser Twist. Ich werde jetzt etwas ruhen. Und das solltet ihr auch. Wir sprechen morgen über die nächsten Schritte. Jetzt verstehe ich zumindest die Wut, die du ständig zur Schau stellst, Selene. Kein Mensch und kein Vampir könnte so etwas ohne Schaden überstehen. Glaub bloß nicht, dass uns das zu Freundinnen macht. Nun kennst du zwar mein Geheimnis, trotzdem werde ich alles tun, um meinen geliebten Asker zu beschützen, verstanden? Tja, das sollte mich wohl nicht überraschen. Hört auf, euch zu streiten. Dafür ist morgen auch noch Zeit. Die Zerstörung des Hauses der Freudentränen hat uns alle viel Kraft gekostet. Ja, wir sollten uns ausruhen. Am Horizont braut sich ein mächtiger Sturm auf. Jaina und ihre Schwester sind eine riesige Gefahr für uns und die Menschen. Oder die Menschheit. Denn der heilige Kreuzzug ist sicher nur ein Mittel zum Erreichen eines Ziels, das wir noch nicht kennen. Dafür ist morgen noch Zeit. Ruht euch aus, unsere Kräfte sind doch bei Weitem nicht mehr das, was sie einmal waren. Morgen sehen wir weiter. Wenn du denkst, du kannst ihm im Schlaf etwas antun, liegst du falsch. Du trägst immer noch das Halsband und wirst es auch für immer tragen. Danke für die Erinnerung. Glaub bloß nicht, dass mich all diese widerlichen Schandtaten schwach gemacht haben. Ganz im Gegenteil,
Mit jedem Tag wurde ich stärker und stärker, denn ich wusste, dass ich nur stark genug sein muss, um mich eines Tages an ihnen allen rächen zu können. Dein Sarg ist dort vorne. Ich behalte dich weiterhin im Auge, vergiss das nicht. Oha. Selene, so ein richtiges Biest. Oh. Oh, jetzt kommen wir an die Stelle. Ah, Mann, hätte ich Ich würde auch noch speichern. Das Haus der Freudentränen hat wirklich in all seiner Grausamkeit existiert. Ich fürchte ja. Die abtrünnigen Vampire der vierten oder späteren Generation unterschieden sich in ihrer Abscheulichkeit nur wenig von den Abgründen der Menschheit. Das darf alles nicht wahr sein. Opa, was hat das alles zu bedeuten? Hör dir am besten diese widerliche Geschichte gar nicht an, Arin. Ihn beschützen zu wollen ist sinnlos. In Kürze wird er ohnehin kommen und uns alle töten. Ich passe bis zum letzten Atemzug auf meinen Enkel auf, verstanden? Tu, was du nicht lassen kannst. Ich sehe da aber keine Hoffnung für uns. Aber stimmt es wirklich? Selene war dort eine Gefangene und die drei Vampire haben am Ende das gesamte Gebäude zerstört. So ist es geschehen. Aber was hat es mit dieser Tätowierung der Soldaten auf sich? Es ähnelte dem Emblem, das auf dem Schild aufgebracht war, welches die drei Vampire in Elaines Versteck gefunden hatten. Wenn der Schild im Heiligen Kreuzzug gehört, warum gibt es eine Ähnlichkeit zwischen dem Emblem und den Tätowierungen der Vampire? Und was hat das mit den Elras auf sich? Wer ist dieser Lord Veldaris? Gibt es noch mehr Elras auf der Welt? So viele Fragen, aber ich erzähle euch, was ich weiß. Lord Veldaris ist ein sehr mächtiger Elras, vielleicht inzwischen der mächtigste von allen. Aber du hast doch gesagt, dass Aska und Elaine alle Elras getötet haben. Woher kommt dieser dann? Die alten Elras-Magier, wie sie Elaine und Aska noch vor vielen Jahren bekämpft haben, gibt es nicht mehr. Durch das Buch der Elras wurden auch Soldaten des Heiligen Kreuzzugs nach und nach Elras. Wie ich bereits erwähnte, ist dies die Korruption. Menschen in der Nähe des Buchs werden korrumpiert und dadurch zu Elras? So ist es. Auch wenn es sich um einen schleichenden Prozess handelt, ist die Umwandlung für Menschen nicht aufzuhalten. So werden es also immer und immer mehr Elras. Die Korruption erzeugt allerdings nur schwache Elras. Wirklich mächtig werden Elras nur durch die Nutzung von Magie. Magie, die durch die menschliche Seele zerstört wird. Das klingt alles sehr mysteriös, aber Nyria hat nun das Buch. Ist sie dadurch nicht auch von dieser Korruption betroffen? Nun ja, in gewisser Weise schon. In gewisser Weise? Was soll das schon wieder bedeuten? Hört mir weiter zu, dann erfahrt ihr die ganze Geschichte. Was hat es mit diesem Larius auf sich? Woher kannte er Selene? Warum war er so schockiert, sie im Haus der Freudentränen zu treffen? Nun, nachdem sich Aska und Elaine in ihre Särge gelegt hatten, nutzte Selene die Ruhepause der anderen beiden Vampire, um ihre Gedanken über Larius zu ordnen. Oh, Larius, ich mag mir nichts ausmalen. Hätten wir dich im Haus der Freudentränen getroffen, hätte ich dir vergeben, bevor Aska dich getötet hätte? Nein, du hast das Haus der Freudentränen angeführt. Dass du mich dort befreit hast, ändert nichts an deiner Schuld. Wegen dir mussten unzählige Frauen leiden, wie ich. Hörst du mich, Larius? Wenn ich dich finde, werde ich dich töten. Viel zu lange war ich gnädig zu dir, meinem eigenen Bruder. Habe meinen Schmerz verdrängt, jahrzehntelang versucht, alles zu vergessen. Ich werde dich töten, Sephiroth. Oh, es passt da gar nicht, aber... Es musste raus, Leute. Doch nun ist die Wunde in meinem untoten Herz wieder aufgebrochen. Mein geliebter Aska hat's geschafft, wozu mir immer die Kraft und der Mut gefehlt hat, dein Haus der Freudentränen zu zerstören. Immer fehlte mir der Mut, es selbst zu tun, aus Angst, am Ende mit dir Angesicht zu Angesicht zu stehen, deine Ausreden zu hören, deine Ausflüchte, deine Entschuldigung für das Unentschuldbare. Kann ich meine Klinge tatsächlich gegen meinen eigenen Bruder erheben, nach all dem, was geschehen ist? Du hast mich getötet und mich gerettet, immer und immer wieder. Olarius, du hast mich gefüttert, als unsere Eltern getötet wurden. Du hast mir das Kämpfen beigebracht. Ohne dich hätte ich diese Welt als Kind nicht überlebt.
Und doch haben mich deine Männer geschnappt, mir diese Tätowierung gestochen und mich leiden lassen, immer und immer wieder. Olarius, wenn ich nur wüsste, wie ich diesen Schmerz für immer vergessen könnte. Es wird Zeit, dass dies ein Ende findet. Ich sollte langsam pennen gehen. Ich weiß nicht, wo du jetzt bist, doch ich werde dich finden. Wir werden dich finden und dann wirst du für deine Taten zur Rechenschaft gezogen. Und ich weiß auch, mit wem ich dazu als nächstes sprechen muss, um deinen Aufenthaltsort zu erfahren. Bald sehen wir uns wieder, Bruder. Wenn es das Schicksal so will, wird das unser letztes Treffen werden. Na schön. Was machen wir jetzt? Bezüglich des Buches der Elras und den Bruchstücken sind wir nicht wirklich weitergekommen. Es ist sehr merkwürdig, dass sowohl einige Soldaten des Heiligen Kreuzzugs als auch Vampire die gleiche Tätowierung hatten. Und diese Tätowierung wiederum ähnelt sehr stark dem Emblem auf dem Schild, den wir in Elaines Versteck gefunden haben. Doch nicht alle Leichen hatten diese Tätowierung. Was auch immer das bedeuten mag, ich hoffe, wir finden es bald heraus. Ich hätte zumindest einen Ansatzpunkt, an dem wir vielleicht weitermachen könnten. Ein Ansatzpunkt? Weißt du etwas, was wir nicht wissen? Wir sollten mit der Lyra Oleander sprechen. Sie wohnt etwas abgelegen südlich des Hauses der Freudentränen. Valira Oleander, noch nie von ihr gehört. Wer ist das? Eine Kontaktperson, die mich vor einigen Jahren angesprochen hat. Sie überbrachte mir eine Nachricht von jemandem, der sich mir gegenüber schuldig fühlt. Jemand fühlt sich dir gegenüber schuldig, will aber nicht selbst mit dir reden und schickt deswegen eine Vermittlerin? Was zum Teufel ist das für eine Geschichte, Selene? Nun, diese Person liebt mich, ist aber schuld daran, dass ich im Haus der Freudentränen gelandet bin. Wie bitte eine ehemalige Liebschaft, die schuld an deinem Aufenthalt im Haus der Freudentränen ist? Den Kerl bringe ich um. Ja, es wird Zeit, dass er dafür büßt und Alira weiß, wo er steckt. Wenn dieser Wurm etwas mit dem Haus der Freudentränen zu tun hat, weiß er dann auch etwas über die Tätowierung? Davon gehe ich aus. Dann bring uns zu dieser Dalira. Wie du wünschst. 14.300 Erfahrungspunkte erhalten, ja moin. Und die sind nur ein Level aufgestiegen. Ja gut. An der Stelle würde ich dann aber mal sagen, mache ich das, was ich schon länger tun wollte. Wenn euch die Videos gefallen haben, dann bewertet sie doch. Je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Schaut auf Twitch vorbei, da gibt's nice Streams. Und natürlich Sun Bros. Praise the Sun. Yo und bis zum nächsten Mal.